In diesem Video möchte ich Ihnen die Screencast-Software Snagit vorstellen. Damit kann man Videos erstellen, Bilder, Screenshots aufnehmen und natürlich auch GIFs erstellen, was für Präsentationen einen ganz besonderen Charme auslöst. Es gibt tausende von Screencast-Möglichkeiten. Ich habe hier auf meinem Kanal noch weitere vorgestellt. Snagit ist für mich etwas, weil es eine kostenlose Version gibt, die man 15 Tage lang testen kann. Man geht auf techsmith.de/snagit.html und dann landet man auf dieser Seite und man hat die Option, auf Jetzt ausprobieren zu klicken. Auch weitere Möglichkeiten über die Funktionsübersicht und Video anschauen gibt es. Bei Jetzt ausprobieren erhalten Sie die Möglichkeit, eine Testversion herunterzuladen, hier für den Windows-Download. Diese Testversion ist 15 Tage begrenzt. Sie müssen dazu einen Account erstellen und dazu brauchen Sie eine E-Mail-Adresse. Durch Anmeldung via Mail erhalten Sie dann 15 Tage freigeschaltet, den vollen Umfang von Snagit zu testen. Und was man mit Snagit alles machen kann, das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Nach erfolgreicher Installation öffnet sich jetzt dieses Fenster und dann können Sie entweder ein Bild direkt aufnehmen, also einen Screenshot erstellen, ein Video erstellen oder Sie bleiben beim All-in-One und können hier jetzt direkt Ihre Aufnahme starten. Zuerst wählen Sie zum Beispiel einen Bereich aus, der gefilmt werden soll und dann können Sie sagen, ich will davon einen Screenshot oder ein Video. Eine Panorama-Capture, da sollten Sie sich extra informieren, das ist auch möglich. Also, wenn ich jetzt dieses Bild haben will, dann wird das jetzt fertiggestellt und ich kann es in ein JPEG umwandeln. Und vorher natürlich Text, Callout, Formen, Stempeln und sonstige Sachen mit hinzufügen. Das gleiche gilt natürlich dann auch für das Video. Hier kann ich auswählen, welcher Bereich gefilmt wird, wie es weitergegeben werden soll und weitere Aufnahmemöglichkeiten. Drücke ich hier auf Aufnahme, wird es normalerweise gestartet. Dann kann ich unten auf Aufnahme-Button drücken, es zählt jetzt herunter und das Video wird gestartet. Rechts unten, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, rechts unten kann man auf Pause drücken, beziehungsweise kann wechseln. Man kann auch sagen, ab sofort soll mein Bild zu sehen sein, um zum Beispiel eine kurze Ansprache zu halten. Und um dann wieder zum Screencast zurückzukehren, um etwas zu veranschaulichen, drücke ich wieder hin und her. Das heißt, ich kann hier mein Bild einfügen und wieder herausnehmen. Das Tolle daran, wenn das Ganze fertig ist, man geht auf Stopp, Video wird verarbeitet, kann ich das Ganze jetzt als Video speichern, als MP4 bereits oder auch vorher noch irgendwelche Texte, Callouts oder sonstige Sachen einfügen oder ich kann daraus ein GIF erstellen. Ein GIF ist quasi ein immer wiederkehrendes Video oder ein immer wiederkehrendes Bild, das man zum Beispiel auf eine Lernplattform einfügen kann. Ich verwende es zum Beispiel, um mit GeoGebra irgendwelche mathematischen Sachen zu visualisieren. Oder man kann natürlich auch etwas, was man einmal gezeigt hat, in einer Wartespule oder Warteschleife ständig hintereinander abspielen lassen. Also nicht nur ein Video ist möglich, sondern auch ein GIF ist möglich. Neben Snagit gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, einen Screencast zu erstellen. Snagit ist nur etwas, was schnell und leicht geht und vor allem, es hat eine Testversion, sodass man zuerst probieren kann, ob einem es liegt, ein Erklärvideo zu erstellen. Das war's von meiner Seite. Wer mehr zum Flipped Classroom oder Erklärvideos im Unterricht erfahren möchte, der soll bitte auf meine Homepage klicken oder sich bei YouTube umschauen. Und ein Gefällt mir, gefällt mir.